Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ist jetzt noch nicht besonders bequem. Moment, besser. So, jetzt. Unsere Frau Agrarministerin bzw. Agrar- und Forstministerin, was sie offensichtlich gerade mal wieder eingefallen ist, dass sie ja nicht nur für Agrar, sondern auch für Forst und offensichtlich für Nestle, zuständig ist. Die hat jetzt beschlossen, das zweite Waldsterben auszurufen und will dagegen vorgehen. So, dazu ein Kommentar von mir und meine Einordnung der Sachlage gleich nach dem nächsten Schnitt, weil ich sitze immer noch nicht bequem. So, inzwischen sitze ich auch bequem und das ist auch notwendig, denn es geht um Politik. Beim Thema Politik möchte ich kurz noch ein paar kleine Dinge vorweg schicken, weil sonst eskaliert das Ganze schon wieder. Folgendes. Politik ist so eine Sache. Da liegt es in der Natur dieser Sache, dass man häufig sich anmaßt, und das finde ich ist ein generelles Problem von uns Menschen, eine bessere Meinung oder der richtigen Meinung zu sein bei Themen, bei denen man vielleicht, wenn man eine Weile drüber nachdenkt, eventuell gar nicht unbedingt die Qualifikation hat, der besseren oder der richtigen Meinung zu sein. Ja? Soll heißen, wenn ich als Forstwissenschaftler jetzt meine, die richtige deutsche Innenpolitik zu kennen und zu wissen, was der Horst alles falsch macht. Und, also ich habe schon ein paar Theorien, was der Horst falsch macht. So ist das nicht, ja? Aber wissen tue ich sicherlich nicht. Weil, erstens kenne ich die Ressourcen vom Horst nicht. Vielleicht hat der Horst ja irgendwelche, Entschuldigung, der Herr Seehofer, ja, wir müssen ihn ja nicht zusätzlich ärgern, vielleicht hat er ja irgendwelche Insider-Informationen. Ne? Wenn man in dem entsprechenden Ministerium hockt, dann hat man da ja eben entsprechend seine Leutchen, die einem da entsprechend, dazu kommen wir übrigens später noch, Informationen mitgeben können, an die Otto Normalverbraucher nicht so rankommt und so weiter. Daher, ja, kann das schon sein. Ne? Oder wenn man Verteidigungsministerin ist, dann hat man ja auch sehr viele Berater gegebenenfalls, die einem da weiterhelfen, um mit dem entsprechenden Job klarzukommen, was ja gut ist, weil wenn ich zum Beispiel Verteidigungsminister wäre, was ich Gott sei Dank nicht bin und was ich auch in keinster Weise anstrebe, bitte nicht, genauso wenig wie EU-Kommissionspräsident, lassen wir das, jedenfalls, wenn man so einen Job hat, dann hat man ja immer das Problem, dass man es grundsätzlich mit jede Menge Menschen zu tun hat, die der Meinung sind, dass sie gegebenenfalls besser wissen als derjenige, der diesen Job entsprechend hat. Mag sein, dass das stimmt, aber es ist immer schwierig, als Nicht-Fachmann für den jeweiligen Bereich, in dem die jeweilige Politik eben entsprechend stattfindet, sich tatsächlich die notwendige Kompetenz anzueignen, um beurteilen zu können, ob man es denn tatsächlich besser weiß. Weil man kennt ja nicht alle Hintergründe. Ne? Und zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, wie man 80 Millionen Deutsche in welcher Fragestellung auch immer unter einen Hut bekommt, bin ich wirklich verdammt froh, dass ich da nichts entscheiden muss. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, befürchte ich, nicht, dass ich die aktuelle Politik besonders gut finde von den bisher genannten Leuten, aber ich befürchte, dass mir auch wirklich hin und vorne nicht einfallen würde, wie man das besser machen kann. Und daher halte ich es grundsätzlich für ein bisschen schwierig, wenn man generell bei politischen Themen immer nur rumnörgelt und meint, dass immer alles nur Scheiße ist und diejenigen, die das entsprechende Amt innehaben, grundsätzlich keine Ahnung haben, obwohl man, wenn man eine Weile drüber nachdenkt, auch nicht wirklich eine bessere Lösung zu bieten hat. Ja? Manche von uns denken vielleicht mehr, dass sie eine bessere Lösung zu bieten haben. Einige von uns denken es vielleicht weniger. Aber ich glaube, wenn man wirklich auf dem entsprechenden Stuhl da sitzt, dann wird das verdammt schwierig, tatsächlich da die richtigen Entscheidungen zu treffen und mit den richtigen Ideen ums Eck zu kommen. Und das ist meiner Meinung nach, gerade eben, weil man ja nicht jeder der Experte für alles ist, also bis auf ein paar von uns, die sich das meinen zu sein, bin ich immer ganz vorsichtig eben mit politischen Äußerungen, so in meinem persönlichen Umfeld, natürlich auch öffentlich und so weiter. Aber da ich ja mir anmaße, in einem Bereich, der durchaus ein recht breites Spektrum darstellt, durchaus ein bisschen Expertise zu besitzen, sind das Themen, die ich dann auch ganz gerne eben mal entsprechend in die politische Diskussion mit aufnehme. Nämlich Umweltpolitik im weiteren Sinn. Ja? Und
teilweise noch so ein ganz kleines bisschen, und das war ein Fehler, so Dinge wie Messerrecht. Ne? Weil ich das schon immer thematisiert habe, wollte ich da auch zu den jüngsten Entwicklungen entsprechend mal Position zu beziehen. Das war zwar in Anbetracht dessen, dass Aufrufe von Videos mir immer noch nicht völlig egal sind. Ich bin ein schlechter Mensch. Es sollte mir egal sein, ist es nicht. War das eine gute Idee? Es war aber eine schlechte Idee hinsichtlich der Reaktion und der Arbeit, die die entsprechenden Kommentare ausgelöst haben. Mir ging es tatsächlich wirklich nur um sachliche Argumente, weshalb ich eine 6 cm Klingenlänge-Verordnung in der deutschen Öffentlichkeit für Blödsinn halte. Und ich meine dafür sogar ein paar ganz gute Argumente gefunden zu haben. Deswegen habe ich das Video gemacht, weil ja da eben entsprechend... Wenn man gute Argumente hat, dann kann man sie meiner Meinung nach ja auch nennen. Auch wenn es sich um ein Politikgebiet handelt, zu dem man jetzt kein ausgewiesener Experte ist. Andererseits, wer ist schon ausgewiesener Umgang mit Messer in Öffentlichkeit Experte? Ist das dann ein Kampfsportler? Ist das dann ein Koch? Ist das dann ein normaler Handwerker? Ist es ein Polizist? Letzterer wäre vielleicht durchaus ein möglicher kompetenter Ansprechpartner. Die haben im Übrigen gesagt, dass sie da auch nicht sonderlich viel von halten. Also jedenfalls die Polizeigewerkschaft, zumindest damals, als ich das recherchiert hatte. Aber egal. Ne? Das einfach nur mal so als Beispiel, dass so ein Thema sehr schnell ein wenig eskalieren kann. Und daher füge ich hier jetzt dieses ganze Gelaber an, das eigentlich mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hat. Einfach um darauf hinzuweisen, dass es bei politischen Themen hier auf meinem Kanal bitte, und das gilt auch für die Kommentare, wenn das irgendwie möglich ist, um das entsprechende Thema gehen soll, dass bitte ein Bezug zur politischen Dimension Umweltpolitik haben soll. Ja? Und wenn es irgend möglich ist, nur zur Umweltpolitik. Ja? Also ob wir jetzt die Frau Klöckner scheiße finden, was im Übrigen sehr unhöflich wäre, das so zu sagen, was ich auch nicht so sagen will, wirklich nicht. Finde sie auch nicht scheiße, sie ist mir gar nicht unsympathisch eigentlich. Zumal man immer Politiker und Mensch. Also politische Meinung und Auftreten einer Person plus Persönlichkeit und dem Mensch dahinter. Meiner Meinung nach sollte man das wirklich immer trennen. Das macht die Diskussion erstens stressfreier und zweitens fairer und, ja, ich würde fast richtiger sagen, ehrlich gesagt. Gut, aber das ist natürlich nur meine Meinung. Ja, und damit wollte ich einfach nur darauf hinaus, dass wir jetzt bitte nicht ein generelles Parteienbashing betreiben oder mal wieder irgendeine Partei als besonders richtig oder besonders falsch hervorheben, weil wer das macht, der fliegt raus aus der Diskussion. Hier ist irgendein interessantes Tier. Ich habe leider überhaupt kein Teleobjektiv dabei, also wenn ich sehe, kann ich es euch nicht zeigen. So, und ja, das war im Wesentlichen die ganz entspannte Botschaft, die ich noch durchbringen wollte, bevor wir loslegen. Und jetzt legen wir tatsächlich los. Ich finde übrigens meinen Hintergrund diesmal durchaus gelungen. Das ist eine Hainbuche übrigens, das da, ne? Zu erkennen an dem schönen knochigen Stamm. So, noch ein kurzer Schnitt, dann geht's aber wirklich los. So, ja, die Frau Klöckner, was hat sie denn vor? Also erstens, es ist ein bisschen böse von mir, dass ich jetzt meine, dass sie sich gerade mal wieder daran erinnert, dass sie auch Forstministerin und nicht nur Agrarministerin ist. Das hat sie so wirklich nie vergessen. Das ist böse, ihr das zu unterstellen, ja. Aber es ist generell ein Problem, das ist nicht das Problem von der Frau Klöckner, das ist ein generelles Problem des Agrarministers, dass er gerne Agrarminister genannt wird und viele Leute erst in sekundärer Überlegung irgendwann ihnen mal überhaupt einfällt, dass es sich dabei auch gleichzeitig um unseren Waldminister in Anführungszeichen oder eher Forstminister, Ministerin in diesem Fall selbstverständlich, eben entsprechend handelt. Und das ist generell was, was mir immer auf den Keks geht und deswegen unterstelle ich jedem gerne, der dieses Amt schon inne hatte, und das mache ich auch schon ein ganzes Weilchen, dass sie sich gerade mal kurz erinnert haben, dass sie auch für den Wald zuständig sind, wenn sie diesbezüglich mal was tun. So, da muss man noch dazu sagen, es zieht sich durch die Reihe der Minister, die dieses Amt inne hatten, die ich einigermaßen beurteilen konnte, aufgrund dessen, dass ich eine gewisse Fachkenntnis der Situation entwickelt habe, zieht sich durch
dass sie alle eine Sache bisher relativ richtig gemacht haben, so dass, auch wenn es immer die gleiche Partei war, die dieses Amt inne hatte, mehr oder weniger, oder zumindest die inhaltlich sehr identische Partei, so. Es zieht sich durch dieses Amt durch, dass die jeweiligen Minister im Bereich Forst eine wesentliche Sache aus meiner Sicht, nur aus meiner Sicht natürlich, richtig gemacht haben, nämlich die hören auf ihren wissenschaftlichen Beirat. So ein Ministerium hat da ja einen Haufen Berater drin sitzen, einige mehr, einige weniger, und haben einen wissenschaftlichen Beirat. Das heißt, die können sich bei entsprechenden Fragestellungen, wo sie gerne die Wissenschaft dazu hören möchten, sich ein paar Wissenschaftler ins Haus einladen oder bei denen anrufen oder wie auch immer das abläuft. Und die geben dann ihre entsprechende fachliche Meinung dazu ab. So, jetzt ist es rein zufällig so, dass ich sehr wohl die Leute kenne, beziehungsweise zumindest vom Namen her, manche kenne ich auch tatsächlich persönlich. Die haben mich wahrscheinlich vergessen, der kleine Student. Aber nichtsdestotrotz hat man die schon mal gesehen und mit denen auch schon mal gesprochen. Die in besagtem wissenschaftlichen Beirat der Forstabteilung des Agrarministeriums drin hocken. Und darunter sind wirklich nur Leute, die ich fachlich, nicht immer menschlich, aber fachlich wirklich sehr, sehr, sehr schätze und deren Meinung definitiv Hand und Fuß haben sollte, wenn sie sie eben bezüglich Themen, die ihr Fachgebiet betreffen, äußern. So. Und wie gesagt, alle Agrarminister bzw. Waldminister oder Forstminister haben bisher richtig gemacht, dass sie auf diesen wissenschaftlichen Beirat im Regelfall gehört haben, was dazu führt, dass seit ich denken kann, mich erinnern kann, das wirklich beurteilen kann, die deutsche Forstpolitik tatsächlich vom entsprechenden Ministerium ausgehend immer so gewesen ist, dass man sich an das hält, was die Forstwissenschaft sagt und das halt eben mit dem zur Verfügung stehenden Geld, so gut das irgendwie möglich ist, umsetzt. Und damit war ich eigentlich immer sehr zufrieden. Ja? Also ich kann da echt keinem von oder kein Nerv von Frau Klöckners Vorgängern und Vorgängerinnen und was auch immer und auch ihr selbst diesbezüglich wirklich einen größeren Vorwurf machen, dass da irgendwas besonders schlimm gewesen wäre. Das ist sicherlich nicht der Fall. Man hat sich immer an die aktuellen Erkenntnisse eben aus der Forstwissenschaft gehalten, hat das versucht, langsam und stetig eben entsprechend im Walde umzusetzen. Und die jüngsten Zahlen, die wir bisher so erleben dürfen, zeigen auch, sofern man das überhaupt mit Zahlen belegen kann, und die besten Zahlen, die wir dazu haben, sind auch noch nicht ganz so toll, wie sie sein könnten, beziehungsweise nicht ganz so valide. Ne? Also die Zahl, die Statistik dazu ist nicht ganz so gut. Das ist einfach das Problem, wie sie sein könnte. Aber nichtsdestotrotz sieht sie schon sehr, 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 sehr so aus, als ob in irgendeiner Form von der Politik und vom Umgang mit dem Wald bei uns in Deutschland es nicht allzu falsch läuft. Mehr machen könnte man auf jeden Fall. Grundsätzlich sowieso immer. Ja, mehr Geld in den Wald pumpen bin ich absolut immer dafür. Ist klar, oder? Das wird jetzt niemanden überraschen. Aber das, was mit dem Geld gemacht wird, das da ist, das ist im Großen und Ganzen ganz in Ordnung. Ha? Wir müssen ja auch nicht zu viel meckern, macht keinen Sinn. Und damit, waldtechnisch bezogen, hat bisher, solange ist sie jetzt auch noch nicht da, die Frau Klöckner auch einen ganz ordentlichen Job gemacht. Ha? Da habe ich eigentlich wirklich wenig auszusetzen von meiner Position aus, als der Typ, der hier im Wald hockt. Ne? So. Jetzt will die Frau Klöckner, vielleicht ein bisschen provokant, und man muss auch immer dazu sagen, dass ich natürlich hier nun wiedergeben kann, was die Medien darüber berichten, weil ich nicht die Frau Klöckner persönlich gefragt habe. Ich glaube nämlich nicht, dass sie mir geantwortet hätte, wobei das mal schon ganz witzig wäre. Ich kann keine Interviews, ich habe keine Ahnung, wie man Interviews macht. Ne? Kein Schimmer, habe noch nie gemacht. Kann ich nur das eben jetzt entsprechend als Quelle heranziehen, was eben entsprechend in den Medien gesagt wurde. Und da klingt es wohl so, als ob die Frau Klöckner irgendwie, ich glaube es waren 210.000 Hektar kaputter Wald, als Riesenschaden und größter Schaden im Wald nach dem Waldsterben vor 30 Jahren angepriesen hat und wohl irgendwie ihr zumindest von den Medien sinngemäß in den Mund gelegt wurde, wie gesagt, ich weiß nicht ganz, ob das stimmt, dass sie jetzt quasi das zweite Waldsterben ausrufen möchte. So. Und deswegen, weil die Schäden am Wald jetzt so dramatisch sind, möchte sie gerne bitte das Fässchen anbohren, wo drauf steht Geld für Energiewende, Klimaschutz und sonstigen Krempel, der damit irgendwas zu tun hat. Ja, fassen wir es mal so zusammen. Da gibt es vom Bund ein Fass, da ist Geld drin.
Und da kann man sich dann halt eben entsprechend was rausholen, wenn man als entsprechender Minister im entsprechenden Ressort der Meinung ist, dass man das jetzt braucht. Da muss natürlich noch irgendwer zustimmen, klar. Aber potenziell wäre da ein Fässchen für diesen Zweck eben entsprechend bereitgestellt. So, jetzt können wir das in mehreren Bereichen ein wenig durchleuchten, was da los ist und was wir jetzt davon halten. Erstens, grundsätzlich habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn die Frau Klöckner mit mir eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich egal welchem Argument, mehr Geld für den Wald rausholt. Ha? Und wenn die Frau Klöckner ganz viele Bäume pflanzen möchte, dann habe ich da überhaupt nichts dagegen. Da wüsste ich wirklich nicht, was da dagegen spricht. Ja? Und da muss ich auch ehrlich gesagt, so von einer spontaner erster Eingebung her, also solange sie dafür jetzt nicht irgendwelche Dinge an Nestle verkauft oder Nestle weiter lobt oder sonst was tut oder weitere lustige Pflanzenschutzmittel im Agrarbereich zulässt, die da vielleicht nicht unbedingt zugelassen gehören. Aber ich bin ja kein Agrarwissenschaftler, deswegen, ihr wollt ja immer, dass ich dazu was erzähle, mache ich vielleicht mal irgendwann. Aber ich bin ja trotzdem immer noch kein Agrarwissenschaftler und weiß daher nicht so, wobei zum Glyphosat kann ich mich schon mal äußern, das geht schon. Da kriegt man dann doch genug mit, wenn man nebendran im Wald hockt, während auf dem Acker diskutiert wird. Egal, jedenfalls grundsätzlich fast jedes Mittel ist mir recht, um den sehr heiligen Zweck, Bäume zu pflanzen, auch bei uns eben entsprechend damit zu fördern. Ja? Also grundsätzlich erstmal toll. Da gibt es wirklich nichts auszusetzen. So, spannend ist jetzt allerdings bei der Diskussion eher noch, ist es denn jetzt wirklich zum zweiten großen Waldsterben gekommen? Und außerdem, was hat es mit diesem Waldsterben, das vor 30 Jahren passiert ist, sein soll? Das ist die große Frage. Ne? Was hat es damit überhaupt auf sich? Und wie dramatisch sieht denn die Lage jetzt eigentlich aus? Und wie viele Milliarden müssen wir denn jetzt ausgeben, um den Wald wieder aufzuforsten? Und ja, solche Fragestellungen. Ne? Und da fangen wir doch jetzt einfach mal an, in chronologischer Reihenfolge, und fragen uns, was hat es denn mit diesem furchtbaren Waldsterben vor 30 Jahren, ungefähr 30 Jahren, ja, ganz grob, können auch 35 oder 40 sein von mir aus, was hat es denn damit auf sich? Was ist denn da passiert? Was war denn da los? Der Franzose hat es übrigens übernommen, die Engländer auch, und bei denen heißt es in der jeweiligen Landessprache mit dem jeweiligen Artikel zum Beispiel Le Waldsterben, sagen die wirklich bis heute noch, weil wir auch damals mit unserer urdeutschen Eigenschaft der German Angst wahnsinnig Panik geschoben haben, insbesondere wenn es ums an den Wald geht. Man muss ja dazu noch mal sagen, der Deutsche, wenn man den deutschen Stereotyp irgendwo hinstellen möchte, dann hat der Deutsche eigentlich im Regelfall ein sehr intensives, verglichen mit anderen Völkern, und ein sehr romantisiertes und sehr Verhältnis eben zum Wald. Ne? Soll heißen, wenn irgendwas mit dem Wald ist, dann gibt es in Deutschland einen großen Aufschrei in der Bevölkerung. Wenn man am Wald irgendwas verändern möchte, gibt es einen wirklich großen Aufschrei in der Bevölkerung. Und generell, wenn man den Wald als bedroht ansieht, gibt es ebenfalls wieder einen großen Aufschrei in der Bevölkerung. War bisher so. Ist heute immer noch so. Eine Sache hat sich aber geändert, dass bei diesem Aufschrei, sobald der Wald bedroht ist und alle Leute Angst kriegen, neu dazugekommen ist, die, und das meine ich jetzt nicht abwertend, ja, also bitte fühlt euch nicht persönlich angegriffen, falls ihr euch jetzt angesprochen fühlt, die Fraktion der Leute, die, sobald man Waldsterben schreit, mit einer skeptischen Haltung reagieren, weil, ja, Waldsterben haben sie damals auch gebrüllt, und was ist passiert? Ja, hier ist ja noch Wald. So, und ja, erstmal, was war das Waldsterben, was war der Verursacher für die jungen Leute, die das nicht mitbekommen, noch jüngeren Leute als ich, die das nicht mitbekommen haben. Ich selber habe es auch nicht mitbekommen, war auch zu jung, aber ich habe es hinterher dann nochmal entsprechend durchgelesen und durchgenommen. Ich weiß, dass der ein oder andere Zuschauer meines Kanals es sehr wohl noch mitbekommen haben wird. Wenn ihr diesbezüglich auch noch irgendwas zu berichten habt, bitte gerne, ich profitiere da gern von eurer Erfahrung. Jedenfalls, die Sache ist die, Hauptverursacher war der sogenannte saure Regen. Es ist so simpel, wie es damals dargestellt wurde. Die ganzen Abgase, die mehr oder weniger ungereinigt in die Atmosphäre entlassen worden sind, haben oft saure Gasverbindungen enthalten, zum Beispiel eben die Gasform von Schwefelsäure, die dann mit Verbindung mit Regenwasser tatsächlich wieder zu Schwefelsäure wird. Und es hat dann unter anderem Schwefelsäure geregnet, die entsprechende
H2SO4 Geschichte oder H2SO3 Geschichte, die da eben entsprechend runtergekommen ist mit dem Regen, war womit der Hauptauslöser des sogenannten sauren Regens. So, das hat dazu geführt, dass erstens die Nadeln, die mit Säure beregnet worden sind, insbesondere bei den Nadelbäumen, weil eine Nadel eine höhere Oberfläche im Verhältnis zur Gesamtstruktur, zum Gesamtvolumen hat und damit einfach viel mehr benetzt wird von einkommendem Niederschlag, als das bei Laubbäumen der Fall ist. Davon abgesehen hatten wir zu diesem Zeitpunkt noch einen erheblich höheren Anteil an Nadelwald, deutschlandweit, ne? Die haben besonders gelitten, weil sie halt besonders viel Säure entsprechend abbekommen haben. Und dann kam noch erschwerend dazu, dass die Säure bei Auftreffen auf dem Boden die Bodenversauerung massiv vorangebracht hat. Und jetzt muss man wissen, dass unter einem gewissen pH-Wert, ne, also pH-Wert kennen wir hoffentlich alle noch aus der Schule, und zwar ist das so ungefähr 3, ja, so ganz, ganz grob. Es gibt Böden, die kommen damit noch zurecht. Aber so grob bei einem pH-Wert unter 3 passiert im Boden, was das Bodenleben angeht, nicht mehr viel. Das bedeutet, mit der Nährstofffreisetzung, die im Boden eigentlich stattfinden sollte, damit die Nährstoffe wieder von irgendwelchen Pflanzen oder bodenbelebenden bewohnenden Tieren aufgenommen werden können, da passiert ab pH 3 und niedriger nicht mehr so viel. Ne? Und das bedeutet, es kommt relativ schnell zu einem Nährstoffverlust. Die Bäume, die da drum stehen und wachsen sollen, können keine Nährstoffe mehr aufnehmen. Das bedeutet, sie können auch keine neuen Nadeln mehr bilden, weil sie dafür immer ein gewisses Maß an Nährstoffen, zum Beispiel Magnesium, recht viel benötigen. Und Magnesium ist dann wegen der allgemeinen Superversäuerung des Bodens einfach nicht mehr pflanzenverfügbar, weil Magnesium selber auch sauer ist und in all der Säure einfach nicht mehr rausgefiltert werden kann und von den Wurzeln nicht mehr selektiv aufgenommen werden kann. Stattdessen, was nehmen sie dann auf? Na, was anderes, was sich wie Magnesium anfühlt, also sprich auch sauer ist, und das wäre dann wieder die Schwefelsäure. Und die hat in der Wurzel nichts zu suchen und das kann durchaus zu Wurzelsterben, damit einhergehend eben entsprechend Nadelsterben und durchaus großflächigem, der Name ist schon nicht ganz falsch, Waldsterben führen. So, davor wurde große Panik verbreitet. Jetzt müssen wir unterscheiden, das ist ganz wichtig, ganz, 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 ganz wichtig, die Medien und die Wissenschaft. Natürlich war die Wissenschaft, also dieser Finger, Entschuldigung, das war jetzt nicht als irgendein Symbol gedacht. Die Wissenschaft, nehmen wir diesen Finger, die war dafür zuständig, rauszufinden, dass das passiert, warum das passiert, in welchem Maßstab das passiert. Und sie hat sich auch als zuständig angesehen, und das war auch vollkommen richtig meiner Meinung nach, eine Prognose abzugeben, was passiert, wenn das so weitergeht. Ja? Und das haben sie gemacht. Und in ihrer Prognose haben sie gesagt, wenn das so weitergeht, dann haben wir bis dann und dann, bis 2010 oder irgendwie sowas, gab es auch so einen schönen Film, wo man das mal versucht hat, mit den damaligen Methoden grafisch darzustellen. Sieht aus heutiger Sicht völlig lächerlich aus, aber egal. Jedenfalls haben wir dann bis dahin nahezu waldfreie Mittelgebirge. Im Schwarzwald steht kein Baum mehr und die kompletten deutschen Wälder sind halt alle tot. Ja? So, das ist die eine Seite. Das hat die Wissenschaft ebenso mit entsprechender wissenschaftlicher Methodik ermittelt, rausgefunden und dann so auch publiziert. Und jetzt kommt, jetzt habe ich eine Mücke im Auge, die Medien ins Spiel. Und die Medien haben das gemacht, was die Medien meistens tun, was sie zu einem gewissen Grad ja auch vielleicht auch tun müssen und vielleicht auch tun sollen. Man sagt ja nicht umsonst, die Medien sind die vierte Macht im Staat, ne? Neben Exekutive, Legislative und Judikative. Die Medien. Inzwischen hat es auch jemanden gegeben, der spannenderweise gesagt hat, Social Media ist die fünfte Macht im Staat. Vielleicht nicht ganz falsch. Macht mir Angst, aber ist wahrscheinlich wirklich nicht so ganz falsch. Wie dem auch sei, jedenfalls, die haben das Ganze natürlich noch ein bisschen ausgebauscht und haben in dem Eindruck, der durch die Berichterstattung entstanden ist, das haben wir alles durchgekaut dann hinterher in der Uni, in Forstpolitik und so weiter, und da haben wir uns wirklich viele Beispielartikel aus der damaligen Zeitung und auch Beispielfilmchen aus den damaligen Nachrichten und so weiter, haben wir uns alles angeguckt. Und da ist ganz oft, wenn man den dazugehörigen wissenschaftlichen Artikel gelesen hat, was wir ebenfalls gemacht haben, hat man da wirklich massiv sich hier diesen machen wollen, wenn man sich anguckt, was aus dem wissenschaftlichen Artikel da gemacht worden ist. Und was vor allen Dingen total falsch gewesen ist in der Berichterstattung, war, dass der Eindruck entstanden ist, das sei jetzt so,
dass man dagegen nichts tun kann, dass sich die Wissenschaftler einig sind, dass der Wald auf jeden Fall sterben wird. Und das stimmt nicht. Und das haben sie auch nie gesagt. Sie haben immer nur gesagt, wenn es so weitergeht, ja, ohne Änderung, dann ist die Prognose, dass bis dann und dann der Wald tot sein wird. So. Und sofern man das heute noch reproduzieren und überprüfen kann, weil wir ja die genauen Daten, wir wissen, was halt damals gemessen wurde, ja, und wenn man das in heutige Modellrechnungen einbezieht und so weiter und so fort, dann ist das richtig. Wenn es so weitergegangen wäre, dann wäre der Wald jetzt weg. Ja, dann würde ich hier nicht im Wald sitzen. Aber es ist ja nicht so weitergegangen, sondern man hat ja was dagegen unternommen. Und das ist jetzt auch für viele Leute, die damals eben entsprechend die Medien mitbekommen haben und nicht direkt Forstwissenschaftler sind oder waren oder was auch immer, schwer nachzuvollziehen, dass tatsächlich das vergleichsweise kleine Schalterchen, was dann umgelegt wurde, was Rauchgasentschwefelung heißt, als ganz wesentlicher Prozess und der Katalysator beim Auto als zweiter ziemlich wesentlicher Prozess, diese doch vergleichsweise aus heutiger Sicht völlig simplen technischen Lösungen, dass die aus diesem der Wald wird sterben, es ist ganz sicher, dass er sterben wird, Dramatisierung, dass diese kleinen technischen Maßnahmen ausgereicht haben, um den Wald zu dem zu machen, was er jetzt wieder ist, nämlich eigentlich ganz hübsch. Ne? Und für denjenigen, der jetzt heutzutage in den Wald geht, sofern er jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade in den Waldbrand reinrennt, ne, der ja immer noch aktuell ein bisschen am noch nicht ganz gelöscht sein ist, zumindest das, die meisten von uns haben als Otto Normalverbraucher, die in den Wald gehen, nicht den Eindruck, dass es dem Wald unglaublich schlecht geht. Die nehmen das jetzt nicht so wahr. Und tatsächlich, um das mal kurz vorwegzunehmen, das ist auch nicht ganz falsch. Das ist wirklich nicht ganz falsch. Und deswegen ist es auch wieder schwierig, heute jetzt wieder, insbesondere im Rückblick auf das damalige Waldsterben und die Berichterstattung des damaligen Waldsterbens, nicht skeptisch zu sein, sobald einer brüllt, oh, das ist jetzt Waldsterben 2.0, das ist wieder wie das Waldsterben. Und dann nicht zu denken, ja, das habt ihr damals doch schon völlig übertrieben, warum soll ich es euch jetzt bitte schön glauben? Ne? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und damals ist nichts passiert und wenn ich jetzt in den Wald reingehe, dann sieht er ja auch noch gesund aus. Und jetzt kommt da die Frau Klöckner und erzählt uns hier was vom zweiten großen Waldsterben und dass der Wald so stark geschädigt ist wie noch nie seit dem ersten großen Waldsterben. Und wir jetzt ganz, ganz dringend eben entsprechend das Fässlein mit dem vielen Geld aufmachen müssen, um da entsprechend Bäume nachzupflanzen. Nochmal, Bäume nachpflanzen, absolut, sofort dafür. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand auf diesem Kanal nennenswert was dagegen haben wird, wenn wir Bäume pflanzen wollen. Oder die Frau Klöckner. Aber die Frage ist einfach, der Weg dahin und die Argumentation dahin, da müssen wir, können wir ein bisschen drüber sprechen, das tun wir ja auch gerade davon abgesehen. Ja, also nochmal fürs Waldsterben, ne? Nochmal im Hinterkopf behalten. Ich kann es absolut nachvollziehen, es ist zwar nicht richtig, aber ich kann es absolut nachvollziehen, wenn jemand eben genau diesen Gedanken hat, von wegen, oh, jetzt kommt wieder das Waldsterben, das war damals schon Blödsinn, das ist heute genauso Blödsinn, das kann ja, hat ja damals schon nicht gestimmt. Ne? Dann ist das doch völliger Schwachsinn und die wollen uns verarschen und sonst wie. Ne? Also das kann ich auf emotionaler wie auch auf intellektueller Ebene ganz gut nachvollziehen, dass man sowas denken könnte. Ja? So. Aber behalten wir nochmal im Hinterkopf, die Prognosen aus der wissenschaftlichen Seite, die von den Medien überspitzt dargestellt worden sind, die war nicht falsch. Und das Waldsterben damals war genauso dramatisch, im Grunde, wie es dargestellt wurde, nur mit der Tatsache, dass man eben vergessen hat zu sagen, dass die Option mit technischen Lösungen das Ganze relativ problemlos in den Griff zu bekommen, gegeben war. Jetzt, nächster Punkt. Ist denn das heutige Waldsterben so schlimm wie das damalige Waldsterben? Ist es denn ein furchtbar großer Schaden jetzt gerade am Wald, der jetzt eben entsprechend von der Frau Klöckner ausgewiesen wird? Ist das so? Und da muss man sich jetzt mal angucken, was damals beim Waldsterben passiert ist und was heute beim, man darf es ja durchaus gerne mal als Waldsterben bezeichnen, geben wir ihm mal den Arbeitstitel Waldsterben, heutiges Waldsterben. Wo ist da der Unterschied? Damals war der wesentliche Faktor, der ganz, 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 ganz wesentliche Faktor, der
zur Prognose, es gibt bald überhaupt keine Wälder mehr, geführt hat, die Tatsache, dass nicht direkt einzelne Pflanzen betroffen waren, sondern der Boden. Und wer es noch nicht begriffen hat, Boden ist die Grundlage allen pflanzlichen Lebens. Alles pflanzliche Leben ist die Grundlage jedes tierischen Lebens. So, und irgendwo dazwischen sind die Pilze übrigens. Das heißt, wenn wir unsere Grundlage, weil wir sind Tiere, lasst euch nicht von der Bibel erzählen, wir wären was Besseres. Entschuldigung, aber bei diesem Punkt bin ich mit keiner Religion konform, die das behauptet, wir sind Tiere. Punkt. Meine Meinung. Gut, kann man anderer Meinung sein, darf man. Jedenfalls, als solche sind wir darauf angewiesen, Pflanzen zu verzehren, mindestens Pflanzen. Wir haben auch die Möglichkeit, und das ist durchaus effizient und je nachdem, welche Population von Homo sapiens wir uns angucken, auch durchaus notwendig, auch andere Tiere zu verzehren. Aber letztendlich basiert unsere Ernährung darauf, dass wir irgendwen verzehren, der mal vorher eine Pflanze gefuttert hat oder die Pflanze direkt. So, und das bedeutet, Boden ist das, worüber wir uns in unterster Instanz zwar, aber als allererstes Sorgen machen sollten, weil wenn der kaputt ist, dann klappt alles andere auch nicht mehr. So. Und deswegen ist der saure Regen ein Problem gewesen von gigantischem Ausmaß und enormen Vernichtungspotenzial, weil die Unfruchtbarkeit aller Böden hätte uns alle umgebracht, schlicht und ergreifend. Das ist so. Ja? Da möchte ich heute wirklich genau das Gleiche sagen, was damals auch die Medien eben entsprechend gesagt haben, weil von der Grundaussage her, es war dumm kommuniziert, aber es war von der Grundaussage her nicht falsch, ohne einen vernünftigen, fruchtbaren Boden ist das Leben, wie wir es momentan führen, völlig unvorstellbar. So, jetzt. Was ist jetzt mit dem aktuellen Waldsterben? Was ist die Ursache? Also, genannte Ursachen in eben den Interviews und beziehungsweise in den Artikeln über den Kommentar, über die Aussage von der Frau Klöckner, die ich gefunden habe, waren Käfer, Dürre, Stürme und generell Klimawandel. Gut, fangen wir an. Käfer. Jupp, Käfer ist schlimm. Aber was macht der Käfer? Macht der Käfer den Boden kaputt? Macht der Käfer die Grundlage für Pflanzenwachstum kaputt? Nein. Warum nicht? Weil ein Käfer ist ein Tier. Und was macht ein Tier, abgesehen von Homo sapiens, nicht seine eigene Lebensgrundlage so sehr zerstören, dass er keine Chance mehr hat, am Leben zu bleiben? Ja? Das heißt, der Käfer mag enorme Schäden anrichten. Aber um welchen Käfer geht es primär? Mal davon abgesehen, dass auch Eichenprozessionsspinne häufiger sind, wenn bei diesen Dürren und andere unangenehme Zeitgenossen häufiger sind. Auch die Rußrindenkrankheit beim Ahorn durchaus häufiger ist und all sowas. Und das alles nicht schön ist. Aber die letztgenannten, ne, mal abgesehen vom Borkenkäfer, die sind alle nicht von ihrem Zerstörungspotenzial in der Lage, ganze Waldbestände zu vernichten. Der Borkenkäfer ist es schon. Aber der Borkenkäfer ist auch ein Spezialist. Der Borkenkäfer befällt nämlich im Regelfall, es sei denn, es läuft irgendwas schief und es sind wirklich absolute Ausnahmezustände, aber dann passiert das nur im sehr, sehr, sehr geringen Ausmaß. Kann aber sein, befällt der Borkenkäfer nur Fichte. Ja? Picea abies. Und nur ganz selten auch was anderes, aber da ist im Regelfall kein Problem. Das tun wir jetzt einfach mal so, als würde das gar nicht stattfinden. Nur der Einfachkeit halber. Und das bedeutet, in Sachen Käfer haben wir ganz eindeutig und absolut hundertprozentig kein Waldsterben, wir haben ein Fichtensterben. Und wenn Fichte die dominante Baumart ist, dann sieht das selbstverständlich für den Waldbesucher und auch für den Förster und für jeden anderen, der in diesem Wald rumrennt, so aus, als gäbe es ein Waldsterben, weil es so aussieht, als würde der Wald sterben. Das ist aber nicht der Fall, es stirbt die Fichte. Das Waldökosystem bleibt ein Waldökosystem. Nur halt ein sehr junges, weil es auf Initialstadium zurückgesetzt wird. Und das ist ganz wichtig, das muss man aus ökologischer Sicht immer im Hinterkopf behalten. Auch ein sehr junger Wald ist ein Wald. Der hat zwar noch kein ausgeprägtes Bestandesklima, er wird es aber bald wieder haben. Und solche Lappalien wie 20, 30, 40 Jahre, bis da wieder was steht, was man auch als Wald bezeichnen kann, was auch ein Normalverbraucher als Wald wahrnimmt, lächerlich kurze Zeiträume, ne? Spielt überhaupt keine Rolle. Ökologisch betrachtet. So, nächstes Thema, ne?
Käfer. Dann hatten wir noch Sturm. Sturm hatten wir. Die Sturmschäden nächstes Jahr. Die Prognose ist, dass Sturmschäden zunehmen werden. Die ist aber dahingehend viel zu simpel, diese Prognose, dass mehr Stürme gleich mehr Sturmschäden. Momentan sieht es wahrscheinlich so aus, als wäre das netto noch so. Aber da kommt wieder das Problem Fichte ins Spiel. Denn welcher Baum fällt bei Sturm schnell um? Fichte. Welcher Baum ist jetzt bald sowieso überall tot, weil der Borkenkäfer ihn gefressen hat oder er vorher umgefallen ist oder beides? Fichte. So, und was passiert mit den Sturmschäden, wenn es gar keine Fichte mehr gibt, die beim Sturm geschädigt werden kann? Das bedeutet, der Sturm vernichtet der Wälder oder vernichtet der Fichten? Ne? Ja, vielleicht eventuell schmeißt er auch ein paar Kiefern um. Und er schmeißt mit Sicherheit auch ein paar andere Sachen um. Aber hätten wir da, wo die Fichten reihenweise wie Mikado-Stäbchen umfallen, eben keine Fichten oder nur weniger, wenig Fichten oder Mischbestände, auch meinetwegen fichtenreiche Mischbestände, aber Betonung liegt auf Mischbeständen, dann hätten wir da auch keine solchen fiesen entsprechenden Kahlschläge. Ich habe es mir, das war vielleicht auch einer der prägenden Momente, wo ich auf die Idee gekommen bin, dass Waldstudieren irgendwie krass wäre. 99 auf 2000, eben nach Lothar, dem großen Sturm, der den Schwarzwald kahl gemacht hat, große Teile davon, habe ich mir ja wirklich ganz viel diesbezüglich angeguckt, weil es allein als junger Kerl war, es halt der Abenteuerspielplatz schlechthin, ist aus heutiger Sicht völlig doof, natürlich hätte ich da 17 Mal sterben können, von irgendeinem unter Spannung stehenden Ast erschlagen werden oder 70 Meter durch die Gegend geschmissen werden können von irgendeinem Zung, wieder hochfedernden Baumstamm, das sind Kräfte, die da am Werke sind, das ist wirklich unvorstellbar, welche Gewalt da dahinter steckt, egal, ich habe es überlebt. Und habe dabei viel gelernt und habe gelernt, da lag überall nur Fichte. Es gibt ganz wenig Ecken, wo wirklich Laubholz umgefallen ist. Und da hat man dann hinterher ganz gut rekonstruieren können, wo denn der Sturm am heftigsten gewesen ist. Und da, wo es Laubholz umgefallen ist, waren halt die Ecken, wo der Sturm wirklich so heftig gewesen ist, dass da nichts stehen geblieben wäre. Ja? Insbesondere irgendwelche Gebirgskämme und solchen Kram, wirklich oben total windexponiert, wo auch keiner wohnt. Aus diesem Grunde vielleicht, weiß ich nicht. Da wäre sowieso nichts stehen geblieben. Das heißt, in dem Sinne werden Sturmschäden schon zunehmen, wenn die Stürme extremer werden, so extrem, dass sie alles mitreißen, was irgendwie da an Baum steht. Aber selbst nach den negativen Szenarien, mit denen man, die negativsten Szenarien, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit denen man die Häufigkeit von Sturmgroßereignissen in Zukunft vorhersagen kann, werden die Stürme nicht dauerhaft so extrem sein, dass sie eine dauerhafte, nachhaltige und planmäßige Forstwirtschaft in Deutschland unmöglich machen, sofern man dann mit den richtigen, entsprechend angepassten Baumarten in einer richtigen Mischbestandesform eben entsprechend arbeitet. Daher möchte ich mich wirklich auch ganz klar hier wieder vom Begriff Waldsterben distanzieren und von einem Fichtensterben, Kiefernsterben, vielleicht einem Nadelholzsterben sprechen. Vielleicht. Ja, weil Nadelholz hat alles gemeinsam, ob sie nur eine gute Wurzel haben oder nicht. Sie sind im Winter benadelt und haben damit eine viel höhere Windangriffsfläche als ein kahler Laubbaum. Nächster Punkt wäre dann das Thema mit der Dürre. Inwiefern führt denn die Dürre oder ein Hitzesommer, ein Dürresommer jetzt zu Waldsterben? Und da müssen wir jetzt ganz klar sagen, das kann man vielleicht schon so nennen. Ja? Vielleicht habt ihr meine entsprechenden Prognosen zum Dürresommer 2018 beziehungsweise Review 2018, Prognose 2019 mitbekommen. Da ging es auch so ein bisschen eben darum, dass wenn es nochmal so ein ähnlicher Sommer wird wie 2018, dann jede Menge gestorben wird im Wald. Und angenommen 2020 wird wieder so ein Sommer, dann wird noch mehr gestorben im Wald. Und wenn 2021 auch wieder so einer ist, dann wird wieder mehr gestorben. Das heißt, potenziell, das weiß aber kein Mensch, das weiß die Frau Klöckner genauso wenig wie ich, kann Dürre schon ein Faktor sein, der langfristig auch wirklich zu Waldsterben führt, weil es gibt eine Trockenheitsgrenze des Waldes. Die können wir besichtigen, wenn wir uns irgendwelche Dürrewüsten angucken. Stehen da Bäume? Nein. Warum? Ja, weil für Wald zu trocken. Ganz einfach. Und potenziell
Naja, das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber potenziell könnte es bei uns so trocken werden. Ja, möglich ist das schon, dass ein Waldwachstum genereller Art nicht mehr möglich ist. Ja, und dann haben wir definitiv ein Waldsterben. Definitiv. Dann haben wir auch ein nicht so einfach aufzuhaltendes Waldsterben wie mit ein paar Rußpartikelfiltern und Katalysatoren. Dann haben wir wirklich so richtig schön die Kacke am Dampfen. Wie wahrscheinlich ist das? Nicht sehr. Ja? Es ist immer saumäßig schwierig, eben solche Dinge zu prognostizieren. Man hatte ja auch, das war auch so ein großer Aufschrei im Frühjahr, ich hatte da auch, glaube ich, ein Video zu gemacht, da hieß es, die Prognosen von Meteorologen sagen, 2019 wird nochmal ein Dürresommer. Jetzt sieht es momentan gerade so aus, als ob sie gegebenenfalls recht haben. Trotzdem hätte kein Mensch darauf gewettet, dass das unbedingt stimmt, weil diese Prognose, die man da gerne in den Medien zitiert hat, um wieder mal ein bisschen Angst und Schrecken zu verbreiten, weil das verkauft sich ja gut, die hatte irgendeine Wahrscheinlichkeit völlig jenseits von dem, mit der man irgendwelche Prognosen normalerweise im wissenschaftlichen Bereich prognostizieren darf. Lediglich eine Wissenschaft darf auch mit total schlechten Prognosen trotzdem welche abgeben, die Meteorologie. Ja? Also Wetterbericht, heutzutage ist er relativ genau geworden, damals war es noch ziemlich viel Gerate, das hat trotzdem niemanden gekratzt, weil es halt so gut ging, man hat es so gut gemacht, wie man es halt eben konnte und hatte eine gewisse Chance, dass es stimmt und das hat einem damals gereicht. Also nach wie vor ist die Meteorologie die Wissenschaft, die bei ihren Prognosen damit leben muss, dass sie vergleichsweise saumäßig ungenaue Prognosen hat. Ja? Das heißt, kann schon sein, dass es jetzt diesen Sommer doch noch eben entsprechend in Teilen Deutschlands, mindestens in Teilen Deutschlands, nochmal zu einer großen Dürre kommt. Das muss aber nicht zwingend mit dieser Prognose zusammenhängen. Ne? Kann aber auch sein, ja? Dass es doch damit zusammenhängt. Ja, das wissen wir nicht. Das werden wir nie erfahren. Und Angst vor Dürresommern in Anbetracht, also im Hinblick auf den Wald, darf man haben. Das ist so. Das ist keine Panikmache. Das ist meiner Meinung nach zumindest keine Panikmache. Das ist wirklich eine vernünftige Angst. Eine begründete Angst. Etwas, worüber man sich wirklich Sorgen machen kann. Ja? Ob man das muss, ist eine andere Frage, weil es bringt nichts und es ändert nichts. Aber das kann ich nachvollziehen. Und da bin ich in diesem Punkt definitiv auch der Meinung unserer Forstministerin, dass das gegebenenfalls wirklich böse, böse ausgehen könnte und tatsächlich zu einem ähnlich, wenn das wirklich oft, oft, oft auftritt, zu einem ähnlich schlimmen Waldsterben wie eben das Waldsterben damals führen könnte. Und Dürren kriegt man nicht so einfach abgeschaltet, wie gesagt. Ja, eine Konsequenz der Dürren, die ich ganz vergessen habe anzusprechen, sind natürlich die Waldbrände, die ja auch weiter zunehmen, was sie gerade tun. Ne? Das ist jetzt keine Frage, ob das Prognose ist oder nicht, sondern es ist eine Tatsache, dass sie das tun. Das ist global vor allen Dingen ein großes Problem. Die Waldbrände in Deutschland sind eigentlich relativ gut unter Kontrolle zu halten, wenn man es nicht mit einem reinen Kiefernwald zu tun hat. Also das, was bei uns brennt, ist wirklich zu, sagen wir mal, 80-90% Kiefernreinbestände oder sehr, sehr, sehr kieferndominierte Bestände. Und da wäre einfach die Lösung ganz simpel im Grunde, dass man wirklich versucht, ein bisschen von der Kiefer wegzukommen und auf weniger ertragreiche, aber dafür halt eben weniger brandgefährdete Laub-Mischwald-Typen eben entsprechend zu setzen, mit einem gewissen Kieferanteil von mir aus, aber da wäre auch wieder eben die Wahl der richtigen Baumart der ausschlaggebende Faktor, um mit den Waldbränden besser fertig zu werden. Was man aber auch noch dazu sagen muss, führen Waldbrände zu einem großflächigen Waldsterben deutschlandweit? Nö, bestimmt nicht, weil wirklich viel brennen tut es eben, wie der Name schon sagt, in Brandenburg, ja, der Witz ist langsam alt, auch in Niedersachsen, auch in Mecklenburg-Vorpommern, wie wir jetzt gerade erlebt haben mit der Sache mit dem Truppenübungsplatz, mit den Munitionsresten, die da noch rumlagen, weshalb man da nicht vernünftig löschen konnte. Aber sowas sind nach wie vor Ausnahmefälle und selbst die Fläche da mit dem Truppenübungsplatz, die war jetzt gar nicht so groß. Also schwierig, ne? Also es ist ein Problem, das ist es.
aber die Ausmaße sind nicht so gewaltig, wie das denn gerne hin und wieder mal dargestellt wird. Da muss man sich also keine Sorge um den kompletten deutschen Waldbestand machen. Das sicherlich nicht. Klimawandel. Ja, ne? Das ist dahingehend sehr aktuell, dass es einen Tag jetzt vor diesem Klöckner-Ausspruch weitere große Schlagzeile gegeben hat, dass mal wieder die Schweizer rausgefunden haben, Züricher, ETH Zürich, rausgefunden hat, dass man diese berühmte Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad durchaus realistisch und machbar erreichen könnte, wenn man dann bloß ein paar Bäume pflanzt. Ein paar viele. Ja? So ein paar Milliarden. Sowas um den Dreh. Ne? Also wirklich eine sehr, 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 sehr hohe Zahl. Man müsste also quasi ein Drittel der bestehenden Waldfläche zusätzlich nochmal obendrauf klatschen und damit einen Großteil der momentan möglicherweise waldtragefähigen, aber kein Wald draufstehenden Landfläche der Erde eben entsprechend damit zupflastern. Das bedeutet, fast ganz Sibirien, wo noch kein Wald steht, aber welcher wachsen kann, müsste man machen. Man müsste in den USA große Flächen Kanada, große Flächen China, große Flächen auch in Teilen Afrikas, gibt es auch noch Potenzial. Brasilien wäre da noch dabei. Vor allen Dingen müsste man da wieder aufforsten, was sie abgeholzt haben. Dazu gibt es noch ein eigenes Video. Jedenfalls war sicherlich das noch mit ein Thema, was auch die Frau Klöckner vielleicht umgetrieben haben wird. Das wäre vom Timing her jedenfalls sehr passend und in manchen Berichten über ihre Aussagen wird das auch explizit nochmal erwähnt. Das ist ja auch noch diese entsprechende Studie jetzt gibt, diese neue, die ja auch sagt, pflanzt Bäume, dann können wir den Planeten retten. Ja, klingt erstmal gut, gefällt mir auch wahnsinnig gut, wirklich, also die Idee finde ich toll. Ich möchte mich dieser Aussage auch sowieso immer anschließen. Immer. Sowieso. Völlig egal, ob. Ne? Völlig egal. Aber immer. Feuerpflanzen, immer gut. Und ja, vielleicht hängt das noch damit zusammen, dass sie quasi eben, das kann man ihr jetzt unterstellen, wenn man böse ist, auf den momentan großen Teil der deutschen Bevölkerung, worüber ich sehr dankbar bin, die ein sehr großes Bewusstsein für den anthropogen verstärkten Klimawandel entwickelt haben. Auch unsere jungen Mitbürger, die da jeden Freitag, habe ich großen Respekt vor, eben entsprechend auf die Straße gehen und da rumrandalieren, im positiven Sinne. Und ja, vielleicht will sie auf diesen Zug ein bisschen aufspringen. Vielleicht. Na, das wäre ja gar nicht. Also erstens wäre es nachvollziehbar, finde ich. Ja, und zweitens fände ich es auch generell nicht schlecht. Ja, aber das ist nur meine Meinung. Nur meine Meinung. Ehrlich gesagt mag ich diesen Zug ganz gerne. Ja, aber ich hoffe, dass es nicht bei einem Zug bleibt, sondern eine Bahnverbindung der Schweizer Bundesbahn wird. Die ist nämlich zuverlässig. Nicht eine deutsche Bahnverbindung, bitte nicht. Oder noch besser, eine japanische. Das wär noch mal ideal. Oh, mein Akku blinkt. Muss mal kurz wechseln. So, ja, also folgendes. Beim Klimawandel bezüglich Wald, da muss man immer zwei Aspekte vor allen Dingen im Auge behalten. Die einen Aspekte sind Extremwetterlagen und die mag der Wald überhaupt nicht. Extrem kalt mag er nicht, extrem warm mag er nicht, extrem Regen mag er nicht, extrem trocken mag er nicht. Er mag immer schön gerne Mittel. So, die Extrema, und da sind wir uns ziemlich sicher, die wir uns mit der entsprechenden Forschung beschäftigen, nehmen zu. Ja, die haben bisher zugenommen, die werden vermutlich noch weiter zunehmen. Dass sie bisher zugenommen haben, ist ein Fakt. Ja. Ich weiß ja, es wird einige geben, die irgendwelches Zeug in die Kommentare schreiben, was mir nicht passen wird. Vorsichtig ausgedrückt. Aber dass die zugenommen haben, ist ein Fakt. So, und wer daran rütteln möchte, den mag ich nicht. Da werden wir keine Freunde. Werden wir nicht. Auf keinen Fall. So. Jedenfalls muss man sagen, der Fairness halber, für den Wald bedeuten Extremwetterereignisse Stress. Für den Wald bedeutet eine generelle Zunahme der Temperatur erstmal kein Problem. Ja? Eine Erhöhung der Durchschnittstemperatur ist es jeden Tag ein bisschen durchschnittlich wärmer. Das ist dem Wald egal. Das wird aber wahrscheinlich eben nicht so kommen, sondern diese Temperaturerhöhung äußert sich eben in mehr extrem heiß, in seltener extrem kalt, aber trotzdem hin und wieder noch vorkommend. Und das macht für denjenigen, der jetzt entscheiden soll, welcher Baum in diesem zukünftigen Wald wachsen soll,
Und das gibt es ja Leute, die das entscheiden eben entsprechend sollen, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und es gibt auch viele Leute, die gerne in die Kommentare schreiben, die Natur soll das selber regeln. Forstwirtschaft böse, Wirtschaft grundsätzlich böse, wenn wir die Natur weiter ausbeuten, alles böse. Man muss nur immer im Hinterkopf behalten, dass die Forstwirtschaft so ziemlich die mildeste Form des Ausbeutens der Natur ist, die es überhaupt gibt, weil der Wald sieht immer noch so aus, auch wenn er bewirtschaftet wird. Und der sieht nicht schlecht aus. Und der ist auch nicht schlecht. Das ist nicht nur ein Trugbild, das ist wirklich ein gesunder Wald, trotz Bewirtschaftung. Ja? Und das Gleiche kann man von einem Maisacker nicht behaupten. Und da wir nun mal viele Menschen sind und nun mal irgendwie versuchen sollten, ethisch, moralisch, auch diejenigen, die ein bisschen weniger zu essen haben, irgendwie so ein bisschen mitzunehmen, ne? So ein bisschen zumindest. Wir können natürlich auch sagen, machen wir nicht. Wir lassen einfach diejenigen sterben, die das Pech hatten, am falschen Ort geboren zu werden. Können wir auch machen. Geht. Ist ethisch, moralisch scheiße. Geht aber schon. Ja? Halte ich auch nicht so ganz viel von. Also bin jetzt kein großer Menschenfreund. Wirklich nicht. Aber das wäre vielleicht auch ein bisschen radikal. Ne? Also vielleicht. Vielleicht. Können wir uns streiten. Aber nee. So. Das heißt, dass wir dann irgendwie darauf angewiesen sind, schon weiterhin eine gewisse Nutzung unserer natürlichen Ressourcen durchzuführen. Und im Wald ist das so schon möglich wie sonst nirgendwo. Und das ist eine gute Sache. Und da kann man natürlich schreien, die Natur soll das selber regeln, aber dann haben wir kein Holz mehr. Und die Alternativen sind nicht besser. Ja? Mit irgendwas muss man nun mal bauen. Es sei denn, wir sagen, wir bauen alle nicht mehr. Und auch wenn das einige von uns vielleicht für eine gute Idee halten und Spaß dran hätten und das da mal gerne Urlaub machen würden, ein Zurück ins Mittelalter ist nicht wirklich eine Option. Weil es lässt sich einfach nicht durchsetzen, dass man Leuten, die viel hat, die viel haben, alles wegnimmt. Es gibt Leute, die viel haben und freiwillig beschließen, dass sie alles weggeben wollen. Das gibt es. Ja, und das ist auch völlig in Ordnung und das kann jeder ja gerne so machen, wie er möchte. Aber jemanden, der zum Beispiel nie viel hatte, die Option auf irgendwann mal viel haben wegzunehmen, das lässt sich einfach nicht so schnell so gut umsetzen. Ne? Oder jemand, der früher nichts hatte und jetzt plötzlich was hat und jetzt wird es ihm wieder weggenommen, weil wir feststellen, wir müssen Ressourcen sparen. Das ist immer schwierig. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Und ich glaube nicht, dass sich das wirklich durchsetzen lässt. Daher halte ich so eine Aussage wie von lass die Natur das selber regeln, die Natur macht das schon und das sind alles ganz natürliche Prozesse. Das halte ich alles ein bisschen für schwierig. Wir sind einfach viel zu viele Menschen und wir haben unseren Planeten schon viel zu sehr geterraformt. Also sprich schon viel zu vieles Planetenoberflächen in einen völlig urbanen, menschgemachten, komplett nur durch uns gestalteten Raum verwandelt, dass wir nicht davon ausgehen dürfen. Das wäre einfach völlig unlogisch, ja? Dass bei einem so riesen Anteil von menschgemachter Umwelt das keine Auswirkungen auf das Ökosystem haben kann. Na? Wird von vielen Leuten behauptet, es wäre Hybris und völlig utopisch zu denken, dass wir kleiner Menschen in der Lage wären, das Wetter zu beeinflussen, beziehungsweise das Klima, ja, ein richtiges Erdzeitalter heranbrechen zu lassen, das nur durch unsere Aktivität beeinflusst ist. Guckt euch doch einfach irgendein Satellitenbild der Erde bei Nacht an. Guckt euch ein Satellitenbild der Erde bei Nacht vor der Elektrisierung an. Ihr werdet da einen nicht ganz unwesentlichen Unterschied feststellen. Ja, mir ist selbstverständlich auch klar, dass man keine Satellitenbilder machen konnte, bevor es elektrisches Licht gegeben hat. Aber nichtsdestotrotz, einfach nur mal ein bisschen irgendwas anschauen, diese großflächigen, von uns beeinflussten Flächen, sieht man im Satellitenbild wunderbar. Und dann nochmal drüber nachdenken, ob es sein kann, ob das nicht eventuell Auswirkungen globalen Ausmaßes haben kann, wenn man im globalen Ausmaß die Landschaft umgestaltet. Und ja, also ich weiß nicht. Für mich sind solche Bilder, und da gibt es noch viele andere Beispiele, beeindruckend genug, um überhaupt keinen Zweifel daran zu haben, dass die enorme Veränderung, die wir am Ökosystem Erde vorgenommen haben, irgendeinen Einfluss auf dieses Ökosystem haben muss. Und dass es diese enorme Veränderung gegeben hat, ist Fakt. Das ist so. Ja? Es ist, wir können so vieles Schlimmes, so vieles Großartiges, aber zu denken, dass das alles keine Konsequenzen hat, ist einfach naiv. Ja, naiv. Ja, so viel zum Thema inwiefern Klimawandel existiert und so weiter. Ich musste mich dazu jetzt doch nochmal äußern. Ich weiß, es werden einige in den Kommentaren mal wieder abstreiten, beziehungsweise behaupten, es ist alles ganz natürlich. Klimawandel hat es schon immer gegeben. Ist jetzt auch so. Ja, klar. Jedenfalls.
Nochmal, wir müssen da jetzt differenzieren. Natürlich, Extremwetterereignisse werden die Hauptstressfaktoren sein, die dem Wald zusetzen werden, wenn wir wissen wollen, ob Klimawandel Waldsterben erzeugt oder nicht. Was wir aber auch eben im Hinterkopf behalten müssen, und das ist ganz wichtig, und das wird nur ganz selten mal in den Medien erwähnt, und dahingehend ist die Berichterstattung bezüglich Klimawandel ist böse tatsächlich schlecht. Das ist so, ja. Und da würde ich mir auch was Besseres wünschen, und da kann ich dann auch wieder den einen oder anderen verstehen, dass er nicht so ganz ein bisschen skeptisch ist, was es mit diesem Klimawandel denn auf sich hat. Bis zum gewissen Grad kann ich das wirklich ein bisschen verstehen. Und ob wir da jetzt wirklich dran schuld sind und so weiter. Ja, weil die Berichterstattung, wenn du dich nicht wirklich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt und auch weißt, wie die ganzen Strukturen entsprechend funktionieren, und das dauert Jahre, das entsprechend zu lernen, wirklich auf einem Level, wo du dann genau weißt, wie das alles funktioniert, da kann ich schon verstehen, dass man da ein bisschen verwirrt ist. Ja? Und dass man da gern auf einfache Lösungen von sympathischen Menschen, die diese im Internet verbreiten, vielleicht mal hört. Ja? Weil man selber weiß es ja auch nicht und da scheint einer Ahnung zu haben und dann hört man vielleicht auf den. Das ist alles menschlich nachvollziehbar. Ja? Da will ich wirklich niemanden... Ich reg mich manchmal drüber auf, aber wenn ich Zeit habe zum drüber nachdenken und gemütlich im Wald hocke und alles entspannt ist und da irgend so ein Vogel mal wieder sich von meiner Anwesenheit gestört fühlt, dann kann ich schon so ein bisschen schon menschlich nachvollziehen, ja. Und man kann ja auch nicht jedem, und das meine ich jetzt auch wirklich überhaupt nicht abwertend, wirklich gar nicht, ein krass wissenschaftliches Bildungsniveau unterstellen. Das wäre völlig scheiße. Oh Gott, wir könnten gar nichts. Stellt euch mal vor, die Welt wird nur von mir bevölkert. Wir hätten nicht mal das Rad erfunden. Bestenfalls ein Faustkeil. Und der hätte wahrscheinlich noch runde Kanten oder irgendwie sowas. Ja, also keine Chance. Wir hätten am Lagerfeuer, das wir nicht angezündet bekommen hätten, weil hätte ich noch nie gelernt, wenn mir das nicht irgendwann mal jemand gezeigt hätte, wären wir viel diskutierend nachts zu Tode gefroren. Aber, aber viel diskutiert hätten wir. Ja, aha. Demzufolge gut, dass die Menschheit nicht aus so Vollblutakademikern, die keinerlei handwerkliche, praktische Fähigkeiten besitzen wie mir, besteht. Das ist wirklich definitiv gut, ja. Und deswegen muss ich immer vorsichtig sein, dass ich nicht auf die Idee komme zu meinen, dass meine Sichtweise auf die Dinge die einzig wahre wäre. Das wäre echt fatal. Ich halte schon die wissenschaftliche Argumentationsweise, um Fakten aufzustellen und Fakten zu prüfen und die Tatsache, dass Fakten eben Fakten sind und Fakten nicht weiter diskutiert werden können, weil Fakten Fakten sind und nie, eben nicht alternative Fakten existieren, davon bin ich völlig überzeugt, aber aus einer menschlichen Sicht muss man einfach akzeptieren, dass das nicht jedem gegeben ist, diese Überzeugung. Ja, und vielleicht ist es für die Gesellschaft auch wichtig, dass das nicht bei jedem so ist. Das weiß ich nicht. Dafür bin ich dann zu wenig Anthroposoph oder Philosoph oder wie auch immer man die entsprechenden Leute, die über sowas den ganzen Tag nachdenken, nennt. Ja. Faktor positiv, Klimawandel und der Wald. Denn der wird immer unterschlagen. Das hatte ich ja angedeutet, bevor ich sehr weit abgeglitten bin, ne? Der positive Aspekt of Global Warming bezüglich Wäldern ist Zuwachs. Wälder wachsen viel schneller, seit die CO2-Düngung stattfindet. Ja? Irgendwo hatte ich mal in den Kommentaren gelesen, dazu gibt es auch noch ein Video, das muss ich noch schneiden, dass jemand gemeint hat, dass Giftgas CO2, das in unseren Wäldern riesige Schäden anrichtet. Dann ist genau Gegenteil ist natürlich der Fall. CO2 ist in keinster Weise Giftgas, sondern genau das, was die Pflanze braucht, um Holz zu produzieren. Und mehr davon sorgt bei ansonsten guten Bedingungen für mehr Baumwachstum, mehr Pflanzenwachstum generell. Wir haben mehr Erträge bei Nutzpflanzen, wir haben mehr Erträge bei Holz, wir haben mehr Erträge bei allen möglichen, solange wir auch gleichzeitig genug Wasser haben. Es ist nämlich so, dass eine CO2-Düngung alleine nichts bewirkt, wenn das notwendige Wasser, um dieses CO2 auch zu Zucker umzubauen, also Photosynthese zu betreiben, nicht vorhanden ist. Daher potenziell kann der Klimawandel in Regionen, in denen es feuchter wird, bei gleichzeitig steigender CO2-Konzentration zu einem enormen Boost des Pflanzen- und damit auch Baum- und Waldwachstums führen. Potenziell. Aber wenn es an der Stelle halt eben viel trockener werden sollte, dann tritt dieser Effekt einfach nicht ein.
Ja, dann kann noch so viel. Es ist so ein bisschen, das kann man gut auf den Mensch übertragen, wenn du meinetwegen in der Wüste hockst, ja, und du hast keinen Tropfen zu trinken, aber jemand stellt dir 18 Kühlschränke mit, keine Ahnung, bestem argentinischem Rinderfilet-Steak mit von mir aus Pommes oder sonst was hin. Davon hast du so viel du essen kannst. Es bringt dir nichts, solange du nichts zu trinken hast. Ja? Hättest du auch was zu trinken, könntest du gleich, dann könntest du gluck, 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 gluck. Schöne Vorstellung irgendwie. Aber du hast nichts zu trinken, ja? Du hast nur zu essen. Und in dieser Situation befinden sich Wälder in Jahren wie 2018. Essen ist jede Menge da, zu trinken nur leider nichts. Und das ist das große Problem und deswegen gibt es Regionen auf dem Planeten, die werden sicher durch den Klimawandel profitieren. Dazu gehört zum Beispiel die Arktis zu einem gewissen Teil, weil die Arktis, der Bereich, der nicht bewaldet ist, weil es da momentan noch zu kalt ist, sich bewalden wird, weil es Leute gibt, die jetzt plötzlich irgendwo in Sibirien sich freuen, weil sie auf einmal Kartoffeln anpflanzen können, was noch nie irgendjemand vor ihnen gekonnt hat, soweit man sich irgendwie zurückerinnern kann. Und die dann sagen, hey, Klimawandel, coole Sache. Ja, auch das kann man zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Also das Ganze hat auch positive Aspekte. Und das darf man wirklich nicht vernachlässigen für eine ausgewogene und neutrale, was heißt neutrale, eine ausgewogene vor allen Dingen, alle Aspekte betrachtende Berichterstattung, muss man sowas im Hinterkopf behalten. Die negativen Aspekte überwiegen aber nach aktuellem Forschungsstand. Und wir können natürlich nichts anderes angeben als den aktuellen Forschungsstand. Es wäre aber auch bescheuert, jetzt zu spekulieren, ja, wenn ihr nur den aktuellen Forschungsstand kennt, dann wisst ihr ja gar nicht, wie es bald sein wird. Und dann könnt ihr überhaupt nichts sagen. Das ist auch wieder Blödsinn. Ne? Nur weil man nicht die Zukunft ganz genau vorhersagen kann, auf die Wahrscheinlichkeiten, mit der man sie vorhersagen kann, völlig zu verzichten, ist einfach auch wieder unlogisch und dumm. Ne? Ich bin mir ja nicht sicher. Das ist wie russisches Roulette spielen mit 5 Kugeln im Revolver. Ja? Ich kann ja die Zukunft nicht genau vorhersagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir gleich eine Kugel in den Kopf jage, ist zwar hoch, aber ich weiß es ja nicht ganz. Nach meinem aktuellen Kenntnisstand ist sie sehr, sehr, sehr hoch. Aber ich ignoriere das jetzt einfach mal, weil ich weiß es ja nicht sicher. Ne? So ungefähr wäre es, die entsprechenden Forschungsergebnisse, die momentan vorliegen, zu ignorieren. Russisch Roulette mit 5 Kugeln im Revolver. So ungefähr, derzeit. Das trifft es eigentlich ganz gut. Jo. So. Das heißt, ist der Klimawandel eine Bedrohung für den Wald? Bei uns? Für die Fichte definitiv. Und da haben wir wieder das Fichtensterben. Für die Fichte ist es ganz eindeutig, da sind sich alle Experten einig. Für den Wald insgesamt durch Dürren sicherlich eine potenziell sehr hohe Bedrohung. Aber bisher muss man sagen, was bisher eben spürbar ist an der CO2-Konzentrationszunahme, hat das massive Wachstumsvorteile auch für unsere Wälder hier in Deutschland und in Mitteleuropa gebracht. Das ist auch so. Ja? Und es ist einfach unglaublich schwierig vorherzusagen, was passieren wird. Und es gibt Modelle für jedes erdenkliche Szenario und die sind unterschiedlich wahrscheinlich und letztendlich kann man wirklich nur sagen, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit kommt es irgendwann durch die zu vielen Dürren und vielen Unwetterereignisse zu einem netto mehr Schaden als Nutzeneffekt. Ja? Durchschnittlich. Und mehr wissen wir nicht. Und jetzt ist die Frage, soll man versuchen, politisch, um zurück zu unserer Politikerin zu kommen, die wir eingangs thematisiert haben und schon lange nicht mehr von ihr gesprochen haben, ob man jetzt politisch eben sagt, ja, dann warten wir mal ab oder wir tun was dagegen und insbesondere da halt dann eben so ein paar tolle Wissenschaftler aus der Schweiz, die Schweizer immer, hocken da in ihrem blöden kleinen Land, oh, das geht uns nichts an. Und dann finden sie irgendwie raus, wie man eventuell den Planeten retten könnte. Schweizer, echt. Tolles Volk. Also ich habe mir ja meine schon, holt euch auch eine, wenn ihr wollt. Aber Achtung, die sind begrenzt, davon gibt es bloß 4 Millionen oder sowas. Das sind echt total wenige. Ne? Egal, jedenfalls, worauf ich hinaus möchte. Also Schweizerinnen 4 Millionen, ja, nicht Schweizer, das sind 8. Ich gehe mal davon aus, dass da ungefähr eine Gleichverteilung sein wird.
Worauf ich hinaus wollte, ist halt eben, ich halte schon politische Maßnahmen, die in irgendeiner Form vorsorgen und gegebenenfalls jetzt schon mal wieder Bäume pflanzen, nachdem jetzt einige umgekippt sind, für eine gute Idee. Punkt. So. Und jetzt müssen wir noch klären, mal unabhängig davon, ob das jetzt generell eine gute Idee ist oder nicht, wie stark sind denn jetzt die Schäden am Wald? Ne? Weil Frau Glöckner ja auch eben von massiven Auswirkungen, massive Schäden am Wald, und das kostet unglaublich viel Geld, das alles wieder aufzuforsten. Und es sind ja so furchtbar viele Hektar jetzt entsprechend kahl. Wie schlimm ist denn der Schaden wirklich? Das ist nochmal eine andere Frage, die mir eben bezüglich dieses Themas auch gestellt worden ist. Und da müssen wir erstmal einen kleinen Schnitt machen. So, und jetzt können wir weitermachen. Denn folgendermaßen, 210.000 Hektar Wald, der aufforstungsbedürftig ist, bedeutet nicht zwingend, dass wir auch 210.000 Hektar Wald unbedingt aufforsten müssen, denn glücklich ist die Forstpartie, der Wald, der wächst auch ohne sie. Die meisten dieser Waldflächen sind durchaus in der Lage, sich von Natur aus zu verjüngen. Es dauert dann halt einfach ein paar Jahre mehr. Länger. Und was wir schön gesehen haben, eben an Sturmwurfflächen von Lothar, die Bereiche, wo man aufgeräumt und neu gepflanzt hat und die Bereiche, wo man nicht aufgeräumt und nicht neu gepflanzt hat, erschreckenderweise, und das mögen viele Leute nicht hören, sehen die Wälder, wo man nichts getan hat, zum Teil nur marginal schlechter aus als diejenigen, wo man was getan hat. Aber wo man was getan hat und gepflanzt hat und das richtige Zeug gepflanzt hat, sprich Laubholz zum Beispiel oder besseres Nadelholz als Fichte, da ist eine deutliche Verbesserung eingetreten. Denn bei Beständen, die vorher Fichte waren, dann zusammengebrochen sind, sich selbst überlassen worden sind. Und was wächst da jetzt? Wieder Fichte. Warum? Ja, da waren so viele Fichtensamen eben entsprechend am Boden, da kann gar nichts anderes sich durchsetzen. Da hat die dann derartigen Konkurrenzvorteil, die gute Fichte. Es sind selten reine Fichtenreihenbestände, die jetzt wieder hochwachsen. Und das wird auch bei den Schäden, die wir jetzt eben entsprechend im Wald haben, selten so sein, dass wenn man sie sich selbst überlassen würde, da ein ganz hundertprozentiger Fichtenwald hochwachsen würde. Wahrscheinlich wäre eher so ein 80-prozentiger Fichtenwald mit 20% ein bisschen was anderes drin. Oder sogar nur ein 70-prozentiger oder ein 60-prozentiger Fichtenwald. Das hängt davon ab, wie hundertprozentig der Fichtenwald vorher gewesen ist. Ne? Und so gesehen, ein hundertprozentiges Aufforsten durch Bäume pflanzen auf allen Flächen, die jetzt 2018 und 2019 noch dazukommen werden, das sind auch noch viele, auf denen es notwendig zu sein scheint, das halte ich nicht für notwendig. Und daher halte ich es auch nicht für unbedingt notwendig, dass jetzt so wirklich ganz, ganz viele Millionen Bäume gepflanzt werden müssen, weil wir reden von 210.000 Hektar. Das ist gemessen an der bundesdeutschen Waldfläche immer noch nicht viel. Und es sind 210.000 Hektar, die wirklich ganz überwiegend nur Fichte gewesen sind. Und das ist wirtschaftlich ein großer Schaden. Aber als Waldökologe möchte ich, nachdem ich die Wirtschaft nicht ignoriere, aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen, dass wir nur von einem wirtschaftlichen Schaden sprechen. Und man muss unterscheiden, wenn man von Waldsterben spricht, spricht man von einem Waldsterben des Waldes als Ökosystem oder von einem Waldsterben des Waldes als Forst, der zur Geldgewinnung dient. Und letzterer, der stirbt. Beziehungsweise der Anteil des Forstes, der zur traditionellen Geldgewinnung mittels schöner Streichholzfichte, die man schön umschneidet und schön rausfährt, dient, der wird sterben. Da bin ich mir absolut sicher, und daran wird auch eine Aufforstungsaktion nichts ändern, weil man muss weg von der Fichte. Und das sagt Frau Glöckner übrigens auch selber in irgendwelchen Vorwörtern zu irgendwelchen interessanten Untersuchungen, die man diesbezüglich gemacht hat. Das wird sie also wissen. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, das wird ihr der wissenschaftliche Beirat, der sie ja so gut berät, und das tut er wirklich gut, ne? Wird ihr das auf jeden Fall erzählt haben, so wie sie es mir damals erzählt haben, als ich noch bei ihnen im Studium gewesen bin. Ne? Und da haben sie auch recht. Und das deckt sich auch mit allem, was ich seitdem erfahren habe und seitdem gelesen habe. Und ich möchte dann keinster Weise meinen Professoren widersprechen, dass wir weg müssen von der Fichte, beziehungsweise vom Fichtenreihenbestand. Die Fichte an sich ist ein toller Baum. Ja? Und bitte nicht falsch verstehen. Nicht die Fichte selber scheiße finden, sondern den Anbau der Fichte im Reihenbestand am falschen Ort. Die Fichte ist ein toller Baum. Wirklich ein ganz wunderbarer, großartiger Baum. Sie steht nur am falschen Ort. Ja? Schwierig, ne? Das ist wie ein tolles Tier wie der Eisbär. Wenn du den in die Sahara setzt, das passt einfach nicht. Da macht der keine so gute Figur.
Und so ungefähr geht es der Fichte, wenn man sie ins norddeutsche Flachland oder nach Mecklenburg-Vorpommern oder nach Brandenburg oder sonst wo setzt. Wobei es dann natürlich gar nicht so viel Fichte gibt, sondern überwiegend mehr Kiefer. Aber bei der Kiefer ist es ganz ähnlich. Die will da auch nicht hin. Die will auch lieber irgendwo, wo der Eisbär sich wohlfühlen würde. Jetzt nicht ganz, aber so im übertragenen Sinne. 210.000 Hektar Schaden. Nehmen wir mal an, wir forsten die alle mit 100 Bäumen pro Hektar wieder auf. Das ist durchaus realistisch. Viel mehr kann man bei solchen Schadflächen einfach von der Arbeitsleistung her auf keinen Fall erbringen. Also man müsste wirklich mit 100 Bäumchen pro Hektar auskommen. Muss man die wirklich ganz vereinzelt setzen, hier was Einzelschutz drumherum, damit sie dann auch wirklich hochwachsen, Nachpflanzungen entsprechend vermeiden. Dann kostet es pro Baum meinetwegen, lass 10 Euro sein, wenn man die wirklich schön großzügig da eben entsprechend pflanzt, auch vernünftige Pflanzen, hoch schon große entsprechende Pflanzen nachpflanzt. Dann sind wir bei 100 Bäumen, 10 Euro, 1000 Euro pro Hektar. Dann kosten logischerweise 100 Hektar, 100.000 Euro. So, und da muss ich jetzt einen kleinen Einschub aus dem Schnitt wieder einbauen, weil ich leider ja mit der falschen Zahl gerechnet habe im Video. Es sind ja nur 110.000 Hektar Schadfläche, die aufgeforstet werden muss. Und das wären 1.000 Euro pro Hektar mal 110.000 Euro macht 110 Millionen Euro, was das so mal ganz, ganz grob kosten würde, jetzt die reinen Pflanzkosten. Aber da kommt noch dazu Kosten fürs Aufbereiten der Fläche, weil wenn die so entsprechend aussieht, dann kann man da schlecht pflanzen. Dann muss die ganze Logistik dazu, bis man die Bäume auf der Fläche hat. Man muss die Bäume gegebenenfalls erst noch heranzüchten. Das könnte dann bei größeren Mengen dann auch eventuell irgendwie teurer werden. Personalkosten sind auch nur zum Teil drin. Je nachdem, wie schwierig die Aufforstung wird, da kommt dann noch ein Haufen zusätzliches Geld dazu. Man kann also den Betrag sicherlich nochmal verdoppeln oder verdreifachen. Und wenn wir dann noch Einzelschutz montieren wollen, können wir den Betrag bestimmt nochmal 50% obendrauf setzen. Und dann sind wir bei so ungefähr, 400 Millionen Euro sein, die der ganze Spaß kostet. Ne? So ganz, ganz, ganz grob überschlagen, vielleicht nochmal ein paar mehr. Wichtig, das waren jetzt nur die Kosten der Wiederanpflanzung, was da nicht drin ist, ist der Verlust, der durch das massenhaft angefallene Fichtenholz eben entsprechend entstanden ist für die ganze Forstwirtschaft. Das wäre nochmal wirklich ganz, 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 ganz viel mehr Geld und da können wir vielleicht wirklich von mindestens nochmal eine 500 Millionen ausgehen. Es könnte auch eine ganze Milliarde sein. Das hängt sehr, sehr stark davon ab, was für Spätfolgen dadurch noch entstehen, wie weit der Holzpreis für Fichte einbricht und so weiter. Ja, und dann sind wir insgesamt bei vielleicht Gesamtkosten von diesen 110.000 Hektar Waldschadensfläche. Nach meiner ganz, ganz groben Schätzung, einfach damit wir einfach eine Vergleichszahl haben zu dem, was man sonst so in den Medien hört, von etwa 1,5 Milliarden. Höchstens zwischen einer und 1,5 Milliarden Gesamtschaden, davon wieder Aufforstungskosten, vielleicht eben 500 Millionen. So, jetzt können wir weitermachen. Und dann wird das ganz schnell tatsächlich eine Summe, die schon so mit dem, was Frau Klöckner da so veranschlagt hat, ziemlich gut übereinstimmt. Und dann sind wir schon im Bereich, was auch der deutsche, die Lobby ist, der Lobbyismus der deutschen Forst- und Waldbesitzer quasi damals gesagt hat, als die Scherden noch relativ frisch waren. Davon hatte ich auch in einem anderen Video erzählt, dass es in die Milliardenschäden geht. So, nachdem jetzt die Flächen noch größer geworden sind und auch noch weiter größer werden, sind diese Angaben, dass es sich wirklich um milliardenschwere Schäden handelt, da ist irgendein Viech unterwegs, deswegen muss ich da hochgucken, immer realistischer, immer mehr. Also eine Milliarde ist es auf jeden Fall, die das Ganze kosten würde, wenn man dann alles aufforsten möchte. Ja, das ist eine andere Frage. Werden wir sehen, und es ist auch die große Frage, mit was man aufforsten will, wenn es Edellaubholz ist auf manchen Teilen der Fläche, weil das Geld ja alles vom Staat kommt und aus diesem besagten Fässchen, was die Frau Klöckner anbohren möchte, anschlagen, wie heißt das? Ich habe keine Ahnung, ich bin zu lange aus Bayern raus. Egal, jedenfalls, da würde selbst dieser Topf, glaube ich, für eine hundertprozentige Beseitigung aller Schäden, die entstanden sind, wahrscheinlich nicht ganz reichen.
Also sie hat schon recht, wenn sie von enormen Schäden, wenn man es wirtschaftlich betrachtet, spricht. Aber differenziert, ökologische Schäden, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, wirklich nicht. Kann man nicht sagen. Die Zukunft sieht nicht toll aus, aber das ist nicht schlimm, was passiert ist. Überhaupt nicht. Ökologisch, wirtschaftlich schon. Und insbesondere für denjenigen, und das tut mir auch wirklich persönlich weh, wenn ich mir vorstelle, dass das mein Wald gewesen wäre, der da abgebrannt und verdorrt und vom Käfer gefressen oder was auch immer, irgendwie völlig kahl gemacht worden ist, dann ist das schon wirklich keine schöne Vorstellung. Und da kann ich durchaus sehr viel Mitleid mit denjenigen empfinden, den das da persönlich getroffen hat. Auf den Gesamtwald betrachtet, muss man aber einfach sagen, nein, ist nicht schlimm. So. Ich glaube, an dieser Stelle können wir einen Schlusspunkt setzen. Ich hoffe, das war jetzt aufschlussreich und ihr hattet Spaß. Und wenn nicht, was zum Denken. Und wenn das nicht, dann habt ihr hoffentlich irgendeine Zeit, die ohnehin super langweilig gewesen ist, erfolgreich überbrückt. Oder alternativ, ihr legt jetzt daheim im Bett und schlaft, wie es auch gerne mal gemacht wird, meine Videos als Einschlafhilfe zu missbrauchen. Ne? Ja, dich meine ich, fühl dich angesprochen. und dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche angenehme Nachtruhe. Macht's gut. Tschüss.